Bis hierhin kann man die Bombeneinschläge hören. Kosatscha-Lopan ist nur 2 Kilometer von der Front entfernt. Vor etwas mehr als einer Woche wurde der Ort von der ukrainischen Armee befreit. Die Gebäude, in denen sich die Anwohner noch jetzt in Schutz bringen, sind mit Sandsäcken gesichert. Es ist noch immer beängstigend. Wir können nicht fliehen. Diese Häuser sind die einzigen, die wir haben. Hier ist unser Zuhause und keiner von uns weiß, wie es weitergeht. Denn der Krieg geht weiter. Diese Bilder sollen zeigen, wie das zweitgrößte ukrainische Atomkraftwerk in der Nähe von Mykolaiv im Süden bombardiert wird. Präsident Selenskyj veröffentlichte die Bilder via Telegram und beschuldigt Russland für diesen Angriff. Gleichzeitig kündigt er in der Nacht an, die Gegenoffensive voranzutreiben. Isjum, Balaklija, Kupiansk und die Region um Kharkiv. Städte und Regionen, die wir befreit haben. Mariupol, Melitopol und Cherson, von denen ist oft die Rede. Und es wird noch häufiger davon die Rede sein, sobald wir sie befreit haben. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte hingegen diese Bilder. Soldaten im Gefecht mit ukrainischem Militär. Laut britischer Regierung soll die russische Luftwaffe aber weiter unter Druck geraten sein, da sie Kampfjets verloren habe.